Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Diamond. Oh yeah. Im letzten Part haben wir uns auf den Weg zum Kraterberg gemacht und da sind wir jetzt weiterhin und werden uns anscheinend verlaufen, weil ich echt nicht weiß, ob ich hier richtig bin oder ob ich falsch bin. Unten blockiert zumindest ein Mann die das Tor. Also könnte es sein, dass ich hier falsch bin. Okay, ich habe mich völlig verlaufen. Tut mir leid, ich bin nicht ein armer Rüblon-Pokémon. Okay, also bin ich wahrscheinlich wirklich falsch gelaufen. Aber zumindest habe ich eine Menge Pokémon mitgenommen, die ich getötet habe, und sogar ein Level up erreicht. Oder waren es zwei? Ich weiß nicht. Eins war es auf jeden Fall. Komm, mach weg, die Kacker. Ich will unten das Item noch haben. Da war sogar wirklich noch ein Item. Wow, wundert mich. Wäre ich gedacht, der Stein steht da einfach aus Langeweile. Zerbrechlich auszustören? Ja, mach weg. Ich habe jetzt die Steuerung umgestellt. Ich spiele jetzt mit dem Joypad. Was hoffentlich ein bisschen angenehmer macht. Superschutz einsetzen. Da ist eine Kraxlerwand, die habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht gesehen. Ich wusste natürlich, dass sie da ist. Ich habe sie echt einfach gesehen. Weil ich einfach dämlich bin. Oder komme ich da noch gar nicht hin? Item Knorfix. Ich habe es einfach übersehen. Naja. Ich war zumindest wirklich im optionalen Gang, also nichts verpasst. Also habe ich nur Items, Geld und EP gefarmt. Das ist ganz gut. Das mache ich gerne. Einfach weil es mich halt einfach weiterbringt. So, dann da rein. Da stand der nächste Rüpel, der auf die Fresse wollte. Von meinem Piondragi. Rüpel entschlücken. Unser Boss wird am Gipfel etwas Großes tun und ich muss mich hier in einem kleinen Eindringling herumschlagen. Das macht das ganze Atmosphäre kaputt. Kannst du wenigstens schnell verlieren? Ja, wenn du nicht so viel Pokémon hast, kannst du ganz schnell verlieren, wenn du willst. Kein Problem damit. Ich halte dich nicht auf, ne? Bronze. Geil. Mhm. Ja. Habe ich eine Unlichtattacke? Ich habe eine Unlichtattacke. Was ist denn? Abschlag, egal. Abschlag. Bam, sehr effektiv. Hat keinen Schaden gemacht. Bodyguard. Schleier umhüllt. Wie viel Schaden machst du? 20! Oh mein Gott, ist das wenig. Gastrodon los. Ertränke es einfach schnell. Ach, kurz meine Kopfhörer abnehmen. Mein Kopf juckt gerade. Jetzt kann ich es wieder aufsetzen. Eisenabwehr. Mach das. Werde ich nur eisern ab, ich surf dich tot. Tschüss. Sollte echt reichen, ne? Ja, reicht gut. Gott sei Dank. Goethe sei Dank. Ich habe schon wieder vergessen, zwischen den Parts was dringend holen, ne? Ja. Ich hab ganz schnell die Steuerung geändert und habe ich gleich weiter aufgenommen. Also, es war nicht mal eine Minute dazwischen. Charmian, das kann jetzt aber Piondragi machen. Dafür habe ich ja den Gift-Heap. Ich halte, glaube ich, den Raub noch als TM, ne? Dann bin ich im Raub, weil der Raub sollte 40 Schaden machen. Damit soll es ein bisschen besser sein. Ich werde zwar keine Items klauen, weil die eigentlich, glaube ich, nicht in Items tragen, aber ich mache zumindest mehr Schaden. Giftzahn. Hast du das gehört? Ich hoffe ja. Falls nicht, Pech. Es hat nicht gereicht. Zuschuss. Welcher Attacke setzt du denn ein? Gyroball. Bin stolz. Ich habe vergessen gerade, dass ich nicht mit dem Steuerkreuz spiele, sondern mit dem Joypad, ne? Ich habe es gerade echt vergessen. Wow. Also wenn man die ganze Zeit, wenn man jetzt ein Part mit Joypad, mit zwei Parts mit Steuerkreuz gespielt hat und auf einmal auf Joypad wechselt, ne? Ja, dämlich. Nicht, das wollte ich eigentlich nicht. Alter, wir haben 238.000 Pokédollar. Wir are rich. Lichtkanone, kann das eigentlich irgendwie lernen? Egal. Gegenstoßschlag, Übernahme, Stahlflüge, Rauch. Hat 40 und 10 AP. Feuersturm, Schaufel, Eisenschwert. Ja, nein. Ist der Schutz ausgegangen? Oder ist das Boom einfach zu stark? Das Alter, das Bronzong ist auf 42. Heftigst.
Bis dann kommen. Ach, wir von der Galaktik werden die Kontrolle über alles übernehmen. Mach, was du willst. Aber alleine kannst du uns nicht aufhalten. Ich kann. Ich werde auch. Du wirst schon sehen, wenn ich deinen Chef mal wieder auf Maul gebe. Bronzel, Alter. Benutzt doch bitte mal was Besseres. Hier ist Stahl-Pokémon, hey. Piondragi, let's go. Let's go back. Ramaidon, was hast du für Attacken? Du hast Gewissheit. Ramaidon, let's go. Piondragi, komm zurück. Los, Ramaidon. Gyroball. Das ist sogar sehr effektiv, aber ich bin langsam wie Sau. Sag ich doch, ich bin langsam wie Sau. Ich bin wahrscheinlich langsamer wie du. Nein, ich bin sogar schneller. Und ich mache mehr Schaden wie du. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wegen Eisenabwehr. Weil seine Verteidigung jetzt stark steigt. Aber egal. Gewissheit, bam, ist voll auf dem Bauch. Ja, doch, reicht noch für ein Tweet. Seh, was siehst du denn? Siehst du mich? Oh, ich weiß, ich bin wunderschön. Ha, Haare nach hinten werfen. Wenn ich jetzt eine Facecam hätte, mal gesehen, aber ich habe eh kurze Haare, als hat mir nichts gesehen. Mein Kopf wurde mal wieder rasiert. Auf 10 cm. Nein, Spaß, auf einem Zentimeter, glaube ich, immer runter rasiert. Kahl rasiert. Naja, ich bleib. Der Steinhagel wird alles erledigen. Triff Steinhagel. Horrorblick. Ich werde nicht auswechseln. Ich werde dich töten, Golbat. Kann nicht mehr fliehen. Ja, will ich auch gar nicht. Ramaidon, Steinhagel. Bams. Tschüss. Ist sehr effektiv. Ramaidon 1354. So, was ich gerade Mathe-Abi geschrieben, dass ich nicht mehr Zahlen lesen kann, ne? Oh, ich glaube, ich habe das Mathe-Abi bestanden. Das Mathe-Abi war leicht. Alle, die es geschrieben haben, die wissen ja, dass es unglaublich leicht war. Ich heile mal. Alles voll mit. Ganz voll. Ganz voll mit ganz voll. Komm schon, weiter geht's. Du hast noch zwei Pokémon zu heilen, Trank. Ich frage mich, warum man die restlichen KP, die über der Trank noch halt, nicht weitergeben kann. Weil ich meine, es halt ja die 20 KP voll. Warum muss ich da. Alter, schon wieder ein wildes Pokémon. Wieso benutzt er den ganzen Trank? Warum spielt er nicht unbedingt einfach mal so ein, ja, ein Viertel drauf und fertig? Golbert, Level 41. Kann ich vor dir fliehen, weil du bist eigentlich relativ fix unterwegs, Golbert. Ja, kann ich gut. Ja, Golbert ist kein langsames Pokémon. Kraterberg. Noch ein Trainer. Ein Rüpel. Ein Rüpsel. Den Gedanken schicke ich mir auf den Heimweg. Ja, ich schicke dich auf den Heimweg mir. Hau ab, mach die Mücke. Mach die Fliege. Tschüss, hau ab. Golbert. Richtig gut, ne? Ich habe eine Unlichtattacke, eine Giftattacke und eine normale Attacke. Naja, ich bin kein Käfer mehr. Kraxler. Eins. Verwirren. Nein, er verwirrt mich. Schade. Ich habe irgendwie gehofft, dass er verwirrt wird. Und aber naja, sowas kann man nicht erwarten von einem Team Galactic Lübel. Weil die sind einfach dämlich, die verwirren immer, weil sie denken, sie sind cool, weil sie verwirren können oder weil sie einfach nur dämlich, weil sie es können, weil sie es tun. Sie wären ja cool, wenn sie es könnten, aber es nicht tun würden, aber sie tun sie ja, weil sie es können. Und das ist dämlich. Einfach, dass sie es einfach lassen, ja. Einfach lästig. Ah, Windschnitt. Ist ja schnittig. Ah, bitte triff, Kraxler. Piondragi und Kraxler. Danke. Tschüss, Golbert. Golbert ist down. 1354 Erfahrungspunkte. Ein Champion. Ich kann jetzt endlich meine Giftattacke benutzen. Wo ich noch Step drauf bekomme. Ich habe vergessen, dass ich nicht mit dem Steuerkreuz spiele. Vielleicht reicht das ja auch aus.
Ja, wenn er jetzt Kung Fu Strahl kommt, Alter, ich sag's dir. Okay, Gott sei Dank. Ich hätte dich gewarnt, ich hätte dich an die Wand geboxt, Alter. Giftzahn. Ich hätte dich an die Wand geboxt, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Genommen, Klaps auf dem Arsch und voll gegen die Wand gebettet. Und ein Bronzel, da wechsle ich wieder aus auf Pion. Reimer. Ich wechsle von Pion Draghi auf Pion Draghi, weil Pion Draghi ist nicht kanntest, wenn ich Pion Draghi bin. Ja. Ja, es hat Schwebe, also könnte ich ihm eigentlich Feuerzahn geben und dann alles vorbei. Naja, egal, sehen wir dann für die Pokémon-Liga. Pokémon-Liga sind eh kein Stahl-Pokémon. Pokémon-Liga sind Käfer, Feuer, Wasser, sind ja so ein Mix-Team. Ich habe gespoilert, ne? Und der letzte, wer ist der letzte Top 4? Zuerst kommt dieser Käfertrainer. Ist der nicht Kai sogar? Jetzt kommt der Käfertypi, dann kommt der Feuertypi. Nee, was ist es gar nicht? Ich weiß es nicht mehr, ich werde es ja sehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Käfertyp kommt gleich zu Beginn, weil der hat einen Pion Draghi, das ist gar kein Käfer-Pokémon, das konnte ich mir auch so schön merken. Oh, ich bin ganz oben. Ich hab's gefunden, ohne Hilfe. Ich bin doch nicht so schlecht, wie ich denke. Aber von der Pokémon-Liga reden wir jetzt noch gar nicht so viel, weil Pokémon-Liga sind wir noch gar nicht. Etwas Gewagtes, Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Vielleicht, glaube ich, stimmt's. Kommt sich den Quelle natürlich, wirst du trotzdem tun, nicht wahr? Also müssen wir beide dich vorher besiegen. Ihr könntet mich auch einfach in Ruhe lassen. Wir gehen alle später einen Kaffee trinken, ich lade euch ein. Und ja, haben dann einen schönen, entspannten Nachmittag. Müssen uns nicht kloppen. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dann hau ich euch natürlich auf die Arme. So, Pion Draghi, du benutzt mal den. Wie viele Pokémon haben die? Zwei jeweils. Giftzahn darauf und du machst Stärke darauf. Flinkler aktiviert sich, gut. Ich guck mal kurz. Was in der Pokémon-Liga so abgeht. Ah ja, vergessen, es war ein. Egal. Ich würde es am liebsten andersrum machen, aber es wird, glaube ich. Silberhauch, freut mich. Diamantpell Platin, wir haben Top 4. Käfer, dann. Ah, Boden. Dann Feuer. Und dann Psycho. Okay, interessant. Mach mal Kackslice besser. Und du machst nochmal eine Stärke auf Budox. Sollte jetzt ausreichen für beide. Hoffentlich. Skunkapu ist weg. Klingt aber so, als würde es furzen. Zum Abschied, das ist immer geil. Silberhauch. Wer tötet meinen Chelterra nicht? Obwohl es sehr effektiv ist, ne? Tja, echt schlecht von dir. Meine Stärke wird dich aber töten. Oh. Tschüss. Ich hoffe, ich kann meine Pokémon nochmal heilen, ne? 655. Als nächstes kommt Glibunkel und... Charmian. Klingt ja schon mal cool, ne? Du machst meinen Kraxler auf ihn und du machst ein Rasierblatt auf beide. Richtig, sollte das Rasierblatt eh nicht sehr effektiv. Aber ich weiß nicht, ob der Kraxler ausreicht. Der reicht nicht aus. Also wird das Rasierblatt dich töten. Oh, jetzt kommt halt mit Charm an. Ugh, dieses Charmian, hey. Rasierblatt, jetzt ist zumindest das Gebunkel weg. Und das Charmian sollte dann nächste Runde draufgehen. Schade, vielleicht hat er gecrittet, dann wär's tot gewesen. Aber naja, egal. Da hat's gecrittet. Da wo es anders in Harry war, anders in Sari war, da hat's gecrittet. Chelterra.
Zumindest crittest du, da bin ich ja schon mal froh. Giftzorn und Rasierblatt kommen. Tschüss, Jamien. Tütet. Charmin wurde besiegt. Pion 3 Geld 288 Erfahrungspunkte. Chilterin. Chiltera 288. Galaktik wurde besiegt. Du stärkst alle Rüpel, da war ich einmal. Ach, ich habe mich von einem kleinen Kind besiegen lassen. Ja. Mann, war das jämmerlich. Wir lassen dich jetzt durch. Dann können unser Boss dich fertig machen. Ja. Aber erst nachdem ich mich geheilt habe. Ich habe Untertränke, das weiß ich. Genau. Nutze ich das mal, dann spare ich nämlich Übertränke. Supertränke. Bei Top-Tränke kaufe ich mir nie, bei Top-Tränke ist dämlich. Finde ich jetzt. Er wird wieder mit einem Kram-Chef, glaube ich, liegen. Deswegen tue ich Ramaidon nach vorne. Schutz wirkt nicht mehr, geil. Oh nein, jetzt kommen auch noch die zwei Commander, oder was? Jetzt wird alles enden und alles wird beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Dialga, das mystische Pokémon, Meister der Zeit. Katze. Die Vernichtung aller allen Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keinen Krieg und keinen Streit mehr geben. Fühlt ihr, wie sich die Zeit verzerrt? Und ich kann es jetzt nicht aufhalten. Das ist das mystische Pokémon, das Sinnoh erschaffen hat. Dialga, das Pokémon der Zeit. Diese Welt kann nicht mehr umgeformt werden in das, was ich will. Eine neue Zeit wird erschaffen. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel einfacher, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der alleiniger Herrscher ich bin. Ich werde eine Gottheit. Nur keine Eile, ich verstehe, dass du unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du dir an mir vorbei. Immerhin hast du dich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste. Egal wie zäh du bist, dieses Mal ziehe ich den Sandhandschuh aus. Augenblick mal! Ohne mich findet ja keine Party statt, klar? Na? Ist das nicht der Kleine, der noch an Zederstärke weinend weggerannt ist? Nein, zwischen stärker geworden. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Team Galactic. Doppelkampf gegen die Commanders Saturn, Jupiter und Mars. Bronzel und Bronze. Klick, 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 klick. Gegen Mampfaxo und Ramaidon. Also irgendwie wirken meine Pokémon stärker als deine. Steinhagel. Vielleicht flinche ich ja einen von beiden oder beide. Mal gucken. Oh, hat guten Schaden sogar gemacht. Wer hat der Attacke ab? Schade. Pyroball. Was halt nicht viel Schaden macht, da ich eben langsam bin. Critical Hit auch noch. Alter, leck mich doch. Kreideschrei, ja, senkt die Verteidigung ein Stück. Ich benutze noch mal Steinhagel. Vielleicht stirbt er das rechte sogar jetzt. Ah, nicht ganz, schade. Die Chance, dass ich flinche, ist aber ganz hoch eigentlich. Sondersensor. Blom. Das andere steckt zurück. Oh, schade. Und es portet sich. Blum. Portet 1. Verteidigung und Spezialverteidigung steigen. Und ich benutze noch meinen Steinhagel. Einfach weil das rechte jetzt tot sein wird und das linke gut Schaden nimmt und vielleicht so, dann nochmal flinchen. Wer weiß, vielleicht habe ich so die Dusche.
Das ist ein Crit. Nee, nicht mal, schade. Und Level 42 für Ramaidon. GG. Bronzeschrei zurück. Body Slam. Paralysiert es am besten. Schade. Hahaha. Weggehext. Das ist ein einziger Hexkampfkarte. Schnurgast. Von Commander Mars. Steinhagel nochmal. Schlitzer, ich bin Gesteins-Pokémon. Steinhagel. Das Bronze sollte jetzt sterben, hoffentlich. Das Schnurgast nimmt sehr gut Schaden. Ah, es hat eine Zitrobeere wahrscheinlich, oder? Ja, er hat eine Zitrobeere. Schade. Das Bronze ist auf jeden Fall zweck. Mach Body Slam und paralysier es. Komm, Mampaxo. Mach was Gutes nochmal. Nein, es fortet nochmal. Schade. Fortet 2. Verteidigung und spezielle Verteidigung steigt nochmals. Golbat, Jupiter. Seid ihr beide schneller als ich, ne? Werde ich überleben, was da kommt? I hope so. Dunkle Klaue. Okay, ich werde es nicht überleben. Ja, schade. Sehr effektiv, Ramaidon wurde leider besiegt. Aber sehr gute Arbeit gemacht, Ramaidon. Sehr gute Arbeit gemacht. Und Mampaxo hortet sich einfach zu Tode. Hortet 3. Jetzt müsste seine Spezial... Achso, nein, steigt er einfach. Okay. Pion 3 kann gegen Schnurgast was machen. Das ist gut. Machen wir so. Giftzahn auf Schnurgast. Wieso greifst du nur mich an? Greif das hässliche Mampaxo an. Giftzahn. Sei vergiftet. Oder stirb einfach. Schade. Horrorblick. Ja, ich will auch gerade nicht auswechseln. Ich will einfach nur überleben. Komm, Mampaxo, mach was Sinnvolles. Body Slam. Töte es, komm. Mach weg. Ja, gut gemacht, Mampaxo. Ich bin stolz auf dich, Mampaxo. Level 42 für unsere Pion Draghi. Noch ein Golbat vom Mars. Sonst zwei Golbats. Aber Bat. Just. Kraxler. Verwirr es. Oder töte. Ja, schade, Fabius. Schade. Das hat physische Verteidigung hoch 3. Und gute KP. Seine spezielle Verteidigung ist auch dreifach, ne? Nur so zur Information. Alter. Body Slam. Das macht aber halbwegs sogar intelligente Sachen, ne? Paralysieren. Gotcha. Gotcha. So. Greif weiter an. Windschnitt. Eine Windschnitte. Eine Milchschnitte, eine Windschnitte. Wie lustig. Macht keinen Schaden, wisst ihr ja. Matschbombe auf dem... Macht auch keinen Schaden. Es ist immer noch dreifache physische, dreifache spezielle Verteidigung. Body Slam. Das ist jetzt weg. Okay. Mars ist vorbei. Nur noch Saturn bleibt. Kraxler. Ja, ich habe kurzzeitig vergessen, dass ich mit Joypad spiele. Blame on me. Shame on me. Haha. Verletz dich selbst, töte dich selbst, nehme ich einfach selbst raus. Das macht halt einfach wirklich, aber es tötet sich nicht damit. So, Body Slam am Faxo. Wieso Verzehrer? Das ist nicht so dämlich. Ja, okay, es war eigentlich schon ganz gut, weil es ist jetzt wieder voll im KP, aber es hat halt jetzt keine physische Verteidigung mehr und keine spezielle Verteidigung mehr. Hoch 3. Ja, hoch 3 ist ja auch nicht einfach. Zweieinhalbfach, oder? Zweieinhalbfach, ja. Pro Steigung ist 0,5 besser. Also 1,5, 2, 2,5. Das ist gar kein Ziel. Und Skuntank. Das hässliche.
dafür habe ich... Chelterra, come on. Du bist Level 41, als einzigste. Du bist mein Starter, Chelterra. Chelterra! Chelterra! Flammenwurf. Natürlich auf mich, ne? Ja, war ja klar. Chelterra, du überlebst das aber, ne? Das ist kein Step, nichts. Body-Schlamm. Paralysier. Schade. Flinkklaue. Das reicht nicht aus, habe ich gehört. Das reicht nicht aus, habe ich gehört. Habe ich gehört? Nicht verbrennen. Danke. Erdbeben. Das reicht aber hoffentlich aus. Step, sehr effektiv. Guter Angriff. Tschüss, Gun-Tank. Sogar ohne die Citro-Bärde. Ohne die Citro-Bärde zu aktivieren. Beim Faxo könnte auch drauf gehen. Obwohl, er hat sehr viel KP eigentlich. Halbwegs. Wow, mit einem KP überlebt. Wow, GG, man fuck so. Commander Mars und Jupiter wurden besiegt. Aber ich hätte den Kampf lieber selbst übernehmen sollen. Du bist stark geworden, trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. 7280. Hey, meine Pokémon sind zäh, stimmt's? Bin sogar schon noch zäh. Aber ich fürchte, das wird's für mich keine Zukunft mehr geben. Pepe, ich helfe dir. Dum, 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 dum. Halt alle meine Pokémon. Hey Pepe, es ist soweit, es liegt in deiner Hand. Dann liegt ein Item. Oh, Dialga, das ist fantastisch, überwältigend. Die Erschaffung einer neuen Galaxie, meine neue Welt. Was? So komme ich gar nicht. Die rote Kette. Sie hat sich in nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Wie es erschien, Westworld, das Pokémon der passierter Wahrheit neben dir. Egal, völlig egal, es ist alles zu spät. Meine Galaxie ist zerstört. Das lasse ich nicht zu. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Und vorher werde ich dich zerschmettern. Team Galactic. Cyrus. Galactic Boss Cyrus. Kramchef wird in den Kampf geschickt. Ramaidon wird in den Kampf geschickt. Aber Leute. Den finalen Kampf sehen wir erst morgen. Spoiler, wir werden ihn garantiert gewinnen. Aber naja, wie gesagt, wir sehen uns morgen. Bye, Leute.